Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir machen weiter beim Landwirtschaftssimulator und es hat gerade mal 2 Minuten gedauert, bis ich verstanden habe, dass wir ja sogar schon bei dem Händler waren. Wir haben zwar nichts gekauft, aber wir waren da schon, wo wir halt auch Tiere kaufen können. Und das wollen wir jetzt mal als erstes machen, damit wir immer so ein kleines tägliches Einkommen haben. Ich glaube, das wäre ein solider Anfang. Und ja, das mit der Forstwirtschaft, das interessiert mich natürlich auch. Da werden wir uns natürlich auch drum kümmern. Und dann gucken wir immer mal wieder, was hier so Schönes gerade bei den Missionen ist, also an diesen schwarzen Brettern. So, das ist der Händler, da ist das Bankzeichen und hier ist der Händler. Aber wir können ihn ja auch mit P aufrufen, ne? Wir brauchen hier eigentlich gar nicht hinfahren. So, Tiere. Guck mal, da sind Hühner. 70 Euro kosten die, Unterhaltskosten 1 Euro pro Tag. Das Tier wurde gekauft. Können wir da auch mehrere? Also ich weiß ja nicht, wie viele Hühner man braucht. Aber 20 hört sich, glaube ich, gut an. Alter, 70 Euro für so einen Huhn, weißt du? So, dann haben wir hier noch so verschiedene Sachen. Radlader, Ladewagen, Güllefässer, Mähwerke. Da muss man sich halt immer so, ja, das Richtige sich zusammenholen. Oh, wollte ich auch gar nicht, Gott sei Dank. Stellt euch vor, ich hätte jetzt sowas hier gekauft. So, mit unserer Kohle, die wir haben, können wir nicht besonders viel machen. Es ist auch nichts als Sonderangebot da. So ein paar Gerätschaften haben wir ja aber. Und so, ich möchte gerade mal gucken, ob wir hier irgendwo. Also ich fahre immer mit dem hier nochmal weiter durch die Gegend. Und ich würde sagen, wir gucken hier nochmal zu dem nächsten Klemmbrett. Oder ich schau mal gerade, wie sieht das denn eigentlich mit den Preisen aus? Also, das ist jetzt, sind jetzt die Finanzen von heute. Das Wetter sieht in den nächsten Tagen sehr gut aus. Kartoffeln sind teurer geworden. Ich wüsste jetzt nur ganz gerne hier, weil wenn man jetzt hier als erstes reinschaut, dann weiß man nicht so genau, ja, ist das jetzt teuer oder ist das jetzt nicht so teuer? Also das ist auf jeden Fall das, was wir auf Lager haben. Und ich würde auch sagen, wir behalten das erstmal auf Lager. Lagerbestand, Preise. Denn wenn mal irgendwo Not am Mann ist und wir da eine Benachrichtigung bekommen, dann können wir es verkaufen. So, dann haben wir hier unsere Sachen. Da können wir immer gucken hier, wo ist was. Also hier vorne, hier ist unser Regime. Kartenansichten, die wir hier haben. Ja, Schafbestand, Hühnerbestand 21. Wieso? Ich hab doch nur, haben die schon Nachwuchs? Nein, kann nicht sein. So, geerntete Fläche und so weiter und so fort. Was mich jetzt nur mal interessieren würde, wenn wir jetzt selber was verkaufen wollen, ich meine, das können wir noch nicht großartig machen. Naja, ist auch egal, wir werden dann ja sehen. Ich würde nur ganz gerne jetzt erstmal zusehen, dass wir hier so ein paar wichtige Sachen mal erledigen. Dazu gehört auch dieses Feld hier mal endlich weiter abernten. Das haben wir ja schon angefangen mal. Und da sind wir jetzt noch nicht fertig gewesen. Deswegen machen wir das jetzt mal fertig, weil wir wollten. Ich möchte auch nicht, dass das denn hier, ja, alt wird. So, und besser wäre es, wenn wir in die Richtung fahren. Aber das ist kein Problem, wir können hier kurz wenden. Sonst müssen wir immer 10 Meter fahren, wenden und so weiter und so fort. Deswegen fahren wir immer den längeren Weg quasi gerade durch. Dann brauchen wir nicht ganz so oft wenden. Ja, und dann werden wir das Getreide, wenn wir es haben, dann erstmal in unser Silo tun. Also wir werden hier erstmal die nächsten Folgen hier und da uns umschauen, erstmal so ein bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir werden jetzt hier nicht großartig erstmal Sachen verkaufen,
Weil die können wir auch dann noch verkaufen, wenn die wirklich was wert sind. Und deswegen lagern wir und bunkern wir erstmal alles, solange wir es uns leisten können. Ne? Wenn wir natürlich hier irgendwelche tollen neuen Sachen brauchen, dann müssen wir natürlich was verkaufen, wenn es sich lohnt, weil hier irgendwie eine Aufgabe ist oder sonst irgendwie was. Aber das sehen wir dann alles. Aber wir wollen jetzt hier erstmal nicht theoretisch irgendwie hier uns Pläne ausbaldobern, sondern einfach mal hier was machen. Guck mal, und das ist das Feld, das wir hier auch im Tutorial immer bearbeitet haben, fällt mir gerade auf. Das ist ja schön, ein Stückchen Heimat. Was ich ein bisschen schade finde, ist, also man sieht ja hier die Reifenspuren, die kann man sehen. Aber wenn man jetzt hier so ein bisschen Stroh hat, was nach hinten geworfen wird, das bleibt da nicht liegen. Das wäre ziemlich cool, wenn das da halt auch liegen bleibt. Klar, die Reifenspuren, die gehen auch irgendwann weg, weil sonst überall Kuddelmuddel wäre. Aber das wäre halt klasse. Wenn man hier auch Stroh, was daneben geht, sieht. So, Strohablage anschalten. Das können wir mal ausprobieren. Ob der dann hier Schwaden macht. Guck gerade mal. Punkt, ne? Oder Komma. Aha. Also, ich wollte doch gerade sagen, ne? Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen Stroh pressen. Kann ja auch nicht schaden. Ja, das ist ein bisschen unglücklich. Jetzt müssen wir hier immer über das Feld rüberfahren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Müssen wir dann am Ende so ein bisschen warten, bis der Rest, das restliche Stroh rausgeflogen ist. Ich weiß gar nicht, wenn man stehen bleibt. Ah, dann wächst das an. Das ist cool. Ja, guck, wieder was rausgefunden. Und so können wir uns dann nämlich auch das Stroh danach schnappen. Ich weiß nur nicht genau, ob wir da eine Presse haben. Aber das finden wir natürlich raus. Das holen wir uns dann alles. Ah, ich mag Spiele, wo man halt wirklich so viele Möglichkeiten hat. So, und das ist jetzt auch kein Mähdrescher mit Kettenfahrzeug oder Kettenbereifung. Wahrscheinlich, weil es eines der günstigeren ist. Ja, wobei günstig ist wahrscheinlich auch relativ. So, ich versuche hier mal wirklich so zu fahren, dass man schon hier so eine kleine Lücke dazwischen hat. Hier jetzt, wie hier jetzt, damit wir es ein bisschen leichter haben, wenn wir uns dann das Stroh holen. So, und ich glaube, wir können hier einfach rüberfahren, ne? Das macht, glaube ich, nichts. So, was mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt einen Helfer einstellen, macht er das dann fertig? Jetzt bin ich mal gespannt.
Aha. Das heißt, wir können den jetzt hier arbeiten lassen und könnten dann zusehen, dass wir mit dem Trecker, das gucke ich gerade mal, Getreidespeicher und jetzt muss ich mich mal orientieren, ne? Der ist auf A29. Das heißt, der ist da jetzt gerade wirklich und macht das fertig. Und wir können uns sagen, hier, weil das lohnt sich für uns, dass der das fertig macht, weil wir verdienen da trotzdem noch was dran, auch wenn das jemand anderes macht. Klar, wenn wir das jetzt ohne Helfer machen, ist schon richtig, dann ist es ja besser. Aber ich meine, warum hat ein Chef Angestellte, ne? Die bringen ihm ja auch was. Sonst könnte ein Chef das ja auch alles selber machen. Deswegen fahren wir da mal hin. Da hinten sehen wir ihn durch die Gegend fahren. Das Prinzip finde ich so eigentlich ganz geil. Also bei dem bei dem Planer und dann Landwirtschaft, da war das halt so, wenn du welche hattest und die keine Beschäftigung hatten, haben die trotzdem Geld gekostet. So, ich würde mal sagen, wir fahren mal eben ganz kurz den Anhänger hier vorbei. Und das ist die Sämaschine. Haben wir eigentlich irgendwo eine Strohpresse? Falsch. P? Nee, P nicht. I, ne? So. Fahrzeugwahl. Alle Typen. Erntemaschinen, Geräte, Anhänger. Ein Flug. Grubber. Das hier ist, glaube ich, zum Säen, ne? Ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall keine Strohpresse. Ja, da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben nämlich keine Strohpresse. Ich guck mal gerade. Mähwerk. Ernte. Ist es hierbei? Nein, ist es nicht. Bei den Preisen kann man auch echt vom Glück reden. Frontler, ach so. Ja, ist im Prinzip auch egal. Schneidwerke, Schneidwerkswagen, Kartoffelernte, Rübenernte, Kipper, Dollys. Was sind denn Dollys? Bindeglied zwischen Auflieger und Traktor. Ach, sowas. Pflüge, Grubber, haben wir Sämaschinen, Düngerstreuer, Spritzen, Miststreuer, Gülle, Mähwerke, Zetter, Schwader, Ladewagen. Ballentechnik. Das sind die großen. Forst, Kettensägen, Autos, Radlader, Teleskoplader, diverses. So ein ganz einfacher. So für kleine Ballen. Haben wir da nix? Gibt's da nur diese großen? Ballentechnik, ne? Das ist dann wahrscheinlich hier. Das ist ja der mit Quadern und das ist ja der mit den rollenden Dingern. 88.000. Alter, ist das teuer. Das ist so einer, der einwickelt, ne? Ja, genau, in Folie. 88.000. Heilige Fresse, ey, hätte ich das gewusst, dann hätten wir uns den Scheiß sparen können. Mit dem Stroh. So, Bankomat. Gucken wir mal. Nein. R. 5000 Leihen. 5000.
Im Ernst, ey, wir haben hier mit 100.000 Kredit gestartet. Das ist ja auch mal mehr als bitter. Okay, wisst ihr was? Scheiß auf das Stroh. So, ach, der Kollege ist gerade fertig. Guck mal hier, so ein richtiger Landwirt. So, dann können wir den Helfer. Ach, das sind wir. Haha. Lustig. So, dann können wir das hier kurz abladen. Und dann machen wir den mal ordentlich voll, den Anhänger. Ich hoffe mal, das passt hier ungefähr vom Platz. Können wir mal gucken hier. 18, 19%, 20. Können wir hier auch ein bisschen zurückfahren. Nur wenn wir jetzt wegfahren würden, dann würde es, glaube ich, ausgehen, ne? Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ach, ist schon leer. Naja. Das ist ja schade. So, dann gucke ich gerade mal. Wo ist denn unsere Getreideannahme? 9. So, was ist denn hier das Gelbe? Das ist wahrscheinlich für uns. Und warum ist da manches grün? Bin ich mir jetzt noch nicht so. Warte mal, da muss ich eben noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Also ich habe hier das Handbuch immer dabei, weil ich bin hier jetzt auch mehr oder weniger Neuling. Aber wenn wir hier das nicht wissen, da einfach mal eben hinzugucken, ist ja auch blöd. So, da wird es ja wohl eine Übersicht geben, was hier auf der Karte was ist. So, wartet, wartet, wartet. Beenden Erfolge. Silos, Hilfskraft. Ah, okay. Wir werden das schon hier. Getreidespeicher muss ja richtig sein, also. Das muss richtig sein. Ja, da kommen wir ja auch her aus der Richtung. Da bringen wir es jetzt erstmal hin. Und ob wir das verkaufen wollen, das machen wir dann immer nach Mission, ne? Da können wir dann auch gucken hier, wie sieht es dann aus mit den Preisen. Weizen. Ist das Weizen, was wir jetzt hinten drauf haben? Ich schätze mal, ne? Weizen ist gerade recht teuer. Reederei, Windmühle. Wenn das denn Weizen ist. Also, wir könnten zur Windmühle und das da verkaufen. Können wir auch ausrechnen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was wir jetzt haben. 8600. Also, wir haben generell relativ viel. 690 pro Tonne. 8 Tonnen. Weizen. Sonst lasst uns das mal probeweise machen. So, wo haben wir denn die Windmühle? Reederei, Windmühle. Genau die andere Richtung. Super. Dann fahren wir da mal eben kurz hin. Auch wenn der Anhänger jetzt nur halb voll ist. Aber so ein paar Scheinchen wird das trotzdem geben. So, was ist das hier direkt unter uns für ein Symbol? Kann ich jetzt gerade gar nichts mit anfangen. So, Windmühle, immer geradeaus durch, alles klar. Gut, dass es hier so viele Feldwege gibt. Also, und was mich auch ganz besonders reizt, das ist halt das mit der Forsterei, ne? Also, das ist ja auch das Feature hier,
bei den Landwirtschaftssimulator 15, dass es halt auch Forstwirtschaft hier gibt. Und ja, da hätte ich eigentlich auch mal Lust, einfach mal eine Säge zu kaufen, eine Motorsäge, und einfach mal an einem Baum rangehen. Ich glaube, das machen wir direkt mal in der nächsten Folge. Ja, da kaufen wir uns mal eine Motorsäge und dann ran an den Baum. So, wo ist jetzt hier die... Sollte die hier nicht sein? Ah, da ist sie ja. So, hier habt ihr euren Scheiß. 7400 haben wir jetzt. Naja, warum nicht? So, ich guck gerade mal. P. Kettensägen. Naja, bei Forstgeräte. Das ist... Also am geilsten wäre es natürlich... wenn man hier wirklich so einen Vollernter nimmt. Aber das kostet so ein bisschen Geld, ne? Aber das wäre ja so fett. Das wäre ja so fett. Was ist denn hier um Setzlinge? Zerkleinert in Hackschnitzel. Transport. Ah, da muss man erstmal ein bisschen Geld verdienen, ne? Dient dem Transport von Bäumen. 17.000. Schneidet Baumstümpfe. 5.000, das ist das Einzige, was wir bezahlen können. Also ich würde mal sagen, ich guck mal, ob man Geld machen kann, wenn wir hier eine Kettensäge haben. Welche Farben? Ich kenne hier nur Husqvarna von den Marken her. So, steigen wir mal aus. Das kann man echt so als... Geil. Ich frag mich gerade nur ein bisschen. Können wir hier nicht bei jedem Baum? Ich meine, ich kann ja mal kurz gucken, wo wir hier Sägerei ist, da oben. Biomasseheizwerk. Wo darf man denn sägen? Also ich schätze mal da oben. Sonst fahren wir da mal hoch. Und dann probiere ich das mal aus. Gut, Leute. Also, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht mal ein paar Bäume zersägen können. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Vielen Dank. Dafür, bis dann.